Welt. Wieder da. Dritter Tag. Geht's heute nach Tramtrabach, geht heute an die Mosel. Geht's überhaupt weiter? Bleibt das Wetter stabil? Schauen wir mal. Oh, morgen gut bewölkt. Ich zeige euch mal, wo ich jetzt geschlafen habe. Am Steinboden. Ja, Leute, Steinboden. Lieber am Steinboden, als da auf diesem Rasenboden. Zelt und Zelt aufbauen und kompliziert und wieder abbauen. Hatte ich keine Lust gestern, echt. Jo Mädels, und da wird jetzt gleich lecker gefrühstückt. Hier ist ein schöner kleiner Sitzplatz, besser als gar nichts. Und der Herr Ehling, immer noch nicht zu Hause. So, 7:45. Ich habe echt gedacht, ich wäre 8 Uhr aufgestanden. Nee, war doch 7 Uhr. Ich würde schon sagen, 9,5 Stunden schlafen kann doch gar nicht. Ne, 8,5 Stunden habe ich geschlafen. Ja, es geht jetzt wieder weiter und zwar Richtung Koblenz natürlich. Fahr runter ins Rheintal, hier aus dem Ort Kappel bei Weißenturm. Ja, den Gastgeber habe ich dann doch noch kurz kennengelernt, aber der war sehr kurz angebunden. Der musste schon wieder weg. 2 Minuten unterhalten. Habe dabei erfahren, dass ich meinen Akku an der Stelle aufgeladen habe, wo ich hätte nicht gedurft. Das gehörte nämlich jemand anderem. Egal, habe ich überlebt. Ja, der erste Blick gilt natürlich immer dem Wetter. Bewölkt, aber es regnet nicht. Der erste Blick gilt ja immer dem Wetter, wenn man eine Fahrradtour macht. Ja, vielleicht bleibt es trocken. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber bis jetzt sieht noch ganz gut aus. Okay, ich melde mich gleich. Ciao. Boah, hier geht es richtig cool ab. Tempo 9x25, nett. Ja, ich fahre nach Mülheim Kärlich. Mal gucken. Ein bisschen frisch ist es heute Morgen. So, egal, guck mal durch, ne? Koblenz ist für mich immer so ein kleiner Horrortrip, ne? Ich will eigentlich nur runter an den Rhein zum deutschen Eck, also zumindest mit Blick darauf, weil ich ja schon 1000 Mal da war am Hermannsdenkmal. Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Deshalb werde ich da auch gar nicht viel sehen. Nur ein paar kleine Eindrücke. Hier mache ich jetzt mein Päuschen. Mein erstes. Ich fahre jetzt mitten durch Mülheim Kärlich. Ich will da runter an den Rhein. Der muss irgendwo da unten links liegen. Vielleicht geht er da auch direkt nach Koblenz. Keine Ahnung, ob ich nicht über Hügel oder so. Jo, Ziel erreicht in Koblenz. Und jetzt tröpfelt es zum ersten Mal und ich hoffe, er wird jetzt nicht stärker. Das wäre ein bisschen nervig. Das ist ziemlich bewölkt. Eigentlich haben sie keinen Regen angesagt, aber das galt für die Mosel mit Rabtrabach. Das ist ja mal ein süßes Stück. Koblenz. Jetzt geht's runter an den Rhein und dann gleich die Festung Ehrenbreitstein. Wow. Ja, das ist ja mal schick. Jetzt fahren wir direkt runter. Wenn ich jetzt rechts um die Ecke fahre, dann ist dann sicher Ehrenbreitstein. Ich hoffe, die nehmen jetzt nicht die Kurve hier. Nein. Ja, da hinten ist er. Perfekt. Klasse. Und ich weise auf deutsche Ecke zu. Und ich sag mal, gut, dass jetzt aufgehört hat zu regnen. War gerade nur ein paar Tröpfel, bis die runterkam. Ja, hinter mir der Rhein. Gleich wird es die Mosel. Zum ersten Mal. Bin gespannt. So, ich habe hier jetzt extra mal gehalten. Hier ist eine schöne Stelle. Oben die Festung Ehrenbreitstein. Und hier das deutsche Eck. Da hinten fließt der Rhein. Und hier fließt die Mosel. Der fahre ich jetzt entlang. Ganz hinten diese Brücke. Mal überfahren, um dann weiter Richtung Bingen zu kommen. Heute ist alles an. So, liebe Leute, ab hier trennen sich die Wege. Wir sind mal rübergefahren über diese Brücke, um Richtung Bingen zu kommen. Ich fahre jetzt. Hier. Oder erstmal Traumkraber. Schauen wir mal. Wetter. Naja. So, ich stehe immer noch hier am Eck ungefähr. Ja, fremd und neu. Die Mosel. Das Rheinufer. Herrlich. Mal gucken, wie es wird. Hoffentlich bleibt Wetter stabil. Und nochmal und nochmal und nochmal. Das ist das Wichtigste. Und da ganz hinten die Moselbrücke. Da fließt der Rhein. Aber von dem sage ich jetzt bye bye. Wir sehen uns wahrscheinlich nicht mehr wieder. Oh oh. Ich glaube, der Wind weht nicht günstig. Und sogar das Wasser strömt gegen mich. Oh mein Gott. Der Radweg ist hier ein bisschen eng und ruppig, muss ich sagen. Und jetzt mal ein ganz delikates Thema. Ich muss aber...
kennen die Radfahrer das? 2 Tage lang nichts und am dritten Tag auf einmal ganz viel Druck. Und finden gleich irgendwo eine Tankstelle oder so. Jo, eine Moselbrücke. Ja, das ist das hier nicht so attraktiv. Wer weiß, ist hier ein Fahrradweg ausgeschildert. Ist das so? Schauen wir mal. Ist jetzt alles noch ein bisschen blind. Ja, eigentlich das, was ich nicht so mag. Nämlich neben der Hauptstraße fahren. Wieder eine nette kleine Moselbrücke. Das ist ein Schiffchen hier auch. Ich fahre natürlich hier weiter. Wie heißt der Ort überhaupt? Keine Ahnung. Hier geht das schon ein bisschen hoch und runter, ne? Wenn man so abseits geführt wird. Von der Landstraße, ey. Junge, Junge, Junge. Ah, wieder eine markante Marke überschritten. Und zwar jetzt 200 Kilometer. Leider voll Gegenwind und ich hoffe, ihr versteht mich durch den Wind. Das sonnige Untermosel. Ha, ha, ha. Merke ich schon. Bewölkt, ja. Jo, das ist meine Fahrtrichtung. Kochen. An diesem wunderbaren Fahren, da sieht man durch den Wind. Aber platt, ey. 9 Kilometer. Ja, falls ihr mich noch verstehen solltet. Keine Ruhe. So, jetzt dieser verschissene Zug auch vorbei. Passt natürlich, ne? Genau nach den schrecklichen Jaulungen hier Ohren. Ja, aber ist so hinter mir ein ganz nettes Dörfchen, aber was habe ich davon? Ja, da oben sieht man nochmal klar, woher der Wind geht und auch wie stark er wird. Scheiße. Das finde ich ja immer wieder geil. Also nicht geil, sondern erschütternd. Hochwasserstände hier in dem Ort. Ist schon Hammer. Ist ja alles unter Wasser, aber. Hui. Ja, die Brücke ist ja mal geil hier, wie das hier überspannt. Die ganze Zeit nur diese Hauptstraße vor einem, hinter einem. Ist nicht so schön. Ist ziemlich laut. Und hier am Rhein ein bisschen schöner, dass man weg von. Ja, wüsste ich jetzt nicht, wo ich bin. Da hätte ich gesagt, ja, das ist am Rhein zwischen Koblenz und Bingen. Ah, da oben fahre ich auch Fahrrad. Da hätte ich da fahren sollen. Voll Idiot, an der letzten Pause an der Tankstelle auch noch mein Handy liegen gelassen. Ich bin jetzt mal 300 Meter zurückgefahren, zum Gott, nur 300 Meter. Und dann habe ich ihn wieder eingesteckt, Gott sei Dank. Ja, wenn ich mal eine Nebenstrecke neben der Hauptstraße. Gott sei Dank. Die war nämlich zum Kotzen, die Hauptstraße. Ja, ganz süße, die kleinen Moseldörfchen. Und hier geht es. Süße kleine Dörfchen. Ich geh hier hoch und runter, leg mich am Arsch. Oh, ist rum und ein Radweg. Ja, richtig süß. Wenn doch nur Wetter besser wäre. Nieseln, manchmal ein bisschen Regen. Boah, lass ein bisschen Sonne kommen her. Bitte. Schön wackelig. Manchmal geht hoch und runter. Dann höre ich noch Atem vom letzten Anstieg. Der war nicht klein. Ja, aber jetzt wieder schöne Aussicht. Macht Spaß, wenn das Wetter besser wäre. Ach, wie oft will ich dann noch sagen, es ist nicht besser. Hier, Katten, das heißt der Ort. Oh, wie cool, ich auch nicht schlecht. Nur der doofe Regen, nicht schlecht. Schade.
mit dem Wind will und kann ich irgendwie nicht verstehen. Vorhin hatte ich noch brutalen Gegenwind und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe voll sich da hinten das nächste Dörfchen. Da mache ich eine Pause. Ich habe nämlich noch ungefähr 500 Meter und dann darf ich halten. Das habe ich schon Mäusebock. Eine Zähne, vier Wochen. Fast zu spät. Ja, Wetter ist schick. Geht. Wieder trocken. Gerade waren sogar ein paar Sonnenstrahlen da. Aber so richtig gut sieht es da hinten nicht aus. Ich fasse es nicht. Sonne. 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 Ach, tut das gut. Wärmt sogar. Richtig angenehm. Ja, morgen wahrscheinlich nicht mehr. I'm singing in the sun. I'm singing in the sun. Es ist so schön. Ja, bla bla. Ist doch mal schick, die Kirche hier oben. Die Moselle. Nein, noch Mosel. Irgendwann ist Moselle. Ja, wieder mal Pause. Das ist ein netter Campingplatz, aber es ist 14 Uhr. Und hier ist dieser Platz mit einer ganz komischen, kaputten Bank. Aber ist mir Latte. Hier setze mich jetzt hin, mache ein Päuschen. Ne? Also dieser Ortsname, der passt echt bombig zu meiner Verfassung. Aber selbst in 2 Kilometern sind einfach noch zu früh, denn immer noch bin ich an diesem Pausenort hier. Und mach mein Päuschen. Koche im 17 Kilometer. Ich fahre mal wieder rüber. Ungefährlich. Ich fahre mal wieder mit dem T-Shirt. Das ist warm genug. 20 Grad jetzt immer so. Ist okay. Klappt ganz klasse. Hier wird das Wasser schön gestaut. Ich fahre heute geradeaus. Wieder gegen den Wind. Etwas Pech. Oh, Scheiße. Lecker Erbsensuppe. Die gönne ich mir jetzt einfach mal. So, hier an dieser Grillstube Pommesbude im Ort Pommern. Ich dachte, Pommern liegt in Polen. Naja, egal. Also eins muss man ja sagen, nach dem verschissenen Nieselregen heute Morgen ist das richtig schön geworden. Das ist der Imbiss, wo ich war. Wie gesagt, in Pommern. Der Ort heißt Pommern. 5 Kilometer vor dem Ort, Flotten. Alles so weitläufig hier. Leider den Wind immer noch gegen mich. Ich hoffe, der nervt nicht auf der Kamera beim Film. Scheiße. Ja, das Verkehrsschild sagt alles aus. Ich stehe 3 Kilometer vor Kochen, 63 Kilometer gefahren und ehrlich gesagt, oh, meine Beine sind so Pudding, ne? Ich glaube, Erbsensuppe war nicht das richtige Essen. Ja, so sieht 2 Kilometer vor Kochen aus. Jetzt kommen wir wieder Fahrradfahren entgegen. Das heißt, ich muss jetzt genau lenken. Moment. Ich erinnere mich so ein bisschen an Boppard am Rhein. Oder halt doch nicht. Jetzt mal ehrlich. Ganz süß, viele Spaziergänge natürlich, da auf Fahrradweg, logisch. Ich muss sagen, very betriebsam. Very betriebsam. Wow, echt. Das ist schön. So, da ist jetzt gleich eine Sperre für mich, weil da steigen alle in die Fähre. Ich sehe es schon. Hammer. Wunderschön. Hammer. Echt schön. Cool. So, bleib mal stehen.
Oh, ein süßer Ritter da oben. Da oben durch. Mal blicken zurück. Ja, hier waren wir auch schon. Alles nochmal. Ja, natürlich. Touristen en masse. Logisch. Ist ja auch echt. Ja, Kunst. Also die Stadt ist Kunst. Ja, ich war hier schon ein paar Mal. Tut mir leid für die, die nicht aus der Region kommen. Ich hätte euch gerne ein bisschen mehr gezeigt, aber ich will mir das jetzt nicht alles angucken. Außerdem muss ich morgen früh hier sein. Das sind bestimmt noch 100 Kilometer. Wir müssen jetzt verkürzen heute. So, ich schmeiß noch mal einen Blick zurück. Wow. So. Jetzt kommen ja Fahrradfahrer entgegen. Ah, super. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Wir gehen nach Kiel und so weiter. Einfach Glück gehabt, dass die Sonne scheint. Echt. Danke, Herr. Danke. So, und auch das nochmal ein prima Blick. Ich glaube, geht Richtung Traben-Trarbach, kann das sein? Traben-Trarbach, Trier. So, hab gerade gelesen, bis Trier 93 Kilometer. Bis jetzt gleich kommt Ernst und dann auch Hullay, die nächste Stadt. Ja, dann fahren wir heute noch 16, habe ich morgen nicht ganz so viel. Weniger als 80 dann drüber. Kommt darauf an, wo der Gastgeber wohnt. Schauen wir mal. So, in 28 Kilometern kommt übrigens der Ort Alf. Es gibt Pommern, Alf. Ich komme aus dem Staunen ja gar nicht mehr raus. Ja, schön. Geht das ja hier ab wie Pommes, ey. Ist ja nicht zu fassen. Achtung. Die Hälfte, 11, 12, mehr nicht gegen den Wind. Hammer. So, und jetzt werden wir mal richtig ernst, denn wir sind in Ernst. In Ernst an der Mosel. Cool. So, ganz romantisch und schick. Da hinten liegt das Örtchen. Fahre ich gleich mal rein. Ja, auch mal so eine schöne Karte an so einem Infoschalter oder Infostand besser gesagt, Infoparkplatz. Ganz nett, kann man mal ein bisschen gucken. Da geht es für mich weiter nach hoch. Jawohl. Sorry, muss korrigieren. Geht natürlich nicht nach oben in die Richtung. Sorry, sondern auf dieser Karte geht es in diese Richtung. Dieser Ort da unten, der hat Bedeutung für mich. Poltersdorf. Sag ich euch gleich. Da ich ja hier um 17 Uhr gerade so eine schöne Pause mache, so Gedanken, wie habe ich das Gefühl, ich bin schon eine Woche unterwegs, eine Woche von zu Hause weg. Geht es euch auch manchmal so? Komisch. Also, da war ich jetzt erst 3 Tage, der dritte Tag, mehr noch. Schon irre, ne? Zeitgefühl. Kurios. Richtig schön hier, ey. Hammer. Ja, weiter mit Radfahrer. Okay. Ja, herrlich. Macht Radfahren Spaß, wenn das Wetter schön ist, so wie jetzt gerade. Wieder ein Staumäuerchen. Oh, kann man gar nicht sehen. Doch, ne? Naja, man kann nicht alles haben, ne? So, jetzt wird es ein bisschen melancholisch für mich. Einfach nur ohne besser. Poltersdorf. Ich fand die letzte Familienurlaub statt mit meinem Papa. Die Erinnerung tut ein bisschen weh. Ganz komische Gefühle. Thank you.
soll nicht gesund sein auf Fahrradtour. Ist mir so kacke egal. Aber ich tue es dann, was den Kopf mir gut tut. Also was mir im Kopf, nein, was dem Kopf gut tut. Großes Neujahr habe ich verdient. Oh, mein Blick auf die Karte, bin ich gerade ganz unsicher geworden. Trier, direkte Strecke, 82 Kilometer hier der Mosel entlang, könnte deutlich mehr sein. Ich muss heute noch die Kilometer drauflegen, ob ich will oder nicht. Das wird hart. Ich schaffe ich das nicht. Mein Poltersdorf. Leid, dass ich da viel so von filme, aber das ist meine Erinnerung, meine Sehnsüchte, die stecken doch halt hier drin. Müsst ihr mir verzeihen, ich hoffe, der Wind. Weiter zum Schaffhorn nach Trier. Ich muss weiter. Fuck, ey. Ich kürze die Strecke irgendwie ab morgen. Keine Ahnung. Ah, ich bin im Arsch. Ich bin echt völlig verzweifelt, ey. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll nach Trier. 72 Kilometer, aber direkter Weg, aber Berge. 300 Meter Höhe und so weiter. Die Mosel macht eine Kurve nach der anderen. Das ist bestimmt noch 90 oder so. Ich glaube, ich fahre einfach heute. Ich fahre und fahre. Keine Ahnung, wo ich dann übernachte. Ich habe keine Ahnung. Und ich fahre und ich fahre und ich fahre. Ja, ich weiß, der Wind ballert bestimmt gegen das Video. Ich habe nur Gegenwind. Nur. Das ist schrecklich. Ich will Kilometer kloppen und ich habe nur Gegenwind. Und zwar ziemlich heftig. Egal, ich muss vorwärts. Die Mosel ist hier fest umschlungen von hohen Erhebung. Ah, da eine kleine Ruine. Mal gucken, wo ich jetzt Pause machen kann. Hier irgendwo. Das geht so schlecht hier. Ja, so sieht man aus nach 97 Kilometern. Das am dritten Tag, das ist nicht normal, was ich hier mache. Bleibt man anders so recht. Da hinten ist ein Dörfchen. Das werde ich vorher jetzt nehmen. Hab jetzt nicht so eine richtige Ahnung, wie das heißt. Aber da werde ich irgendwo Pause machen. Schätze ich mal. Herrliche Gegend. Aber ich bin kaputt wie Hulle. Kilometerstand 97. Ich bin so im Arsch. Ich bin echt nur im Arsch. Ich hoffe und bete, dass ich irgendwie heute Nacht geht. Platz für die Bierrunde. Also hier wäre ich gern gemütlich hier vorbeigefahren. Ah, wie eine Schleuse. Aber wenigstens mal ganz kurz ein Stück mit Wind. Tut richtig gut. Hört man, glaube ich, auch an der Kamera. Ne? Keine Windgeräusche. Hoffentlich. St. Gallen heißt dieser süße kleine Ort. Da überall Karawanen hier, versperren an den Weg. Drüben der Rhein, ach der Rhein, die andere Moselseite noch schön in der Sonne. Schöne Licht- und Schattenspiele am Abend, ich mag das. Auch die Gerüche werden intensiver, ich weiß nicht warum. Das macht irgendwie ein bisschen Spaß gerade. Obwohl, lieber würde ich jetzt zelten. Kilometerstand jetzt 102. Oh mein Gott.
Ja, alles nur, weil ich morgen noch drehe. Ich bin schon behindert, echt voll behindert. Keine Ahnung, wie das Dörfchen da drüben heißt. Sieht aber süß aus. So in der Halbsonne. Ah, da dreht eine Fähre, glaube ich. Ja. Ach, du abends. Einfach nur wunderschön. Verdammt ruhig. Ein bisschen wie die Weinstraße, ne? Im Augenblick. Wenn die Mosel nicht wäre. Ich stehe ja vor der Moselschleife. Hier treiben mich ganz schön hoch, ey. Wow. Aber da hinten dürfte Ende sein. Ja, auch herrliche Sicht hier auf die Mosel. Wow. Hammer. Guck dir mal an, wie hoch die mich hier getrieben haben, ey. Mann. Ganz schön heftig, ey. Oh, da hinten geht es vielleicht wieder bergab. Ach, jetzt rennt er weg, schade. Ein Rehlein, genau hier in den Feldern. Ich fahre in die Richtung. Oh, man sieht da gar nicht, die Sonne blendet. Ja, spät abends. Schwierig.